Aktion, dass ich erkennen kann, wer alles mit am Bildschirm sitzt. Das freut mich immer. Heute sagt man Gesicht zeigen. Da sind weitere, die sich zuschalten. Hallo, hallo. Sehr erfreut. Wir haben diese Woche ein neues Buch begonnen, Sefer Shmot, und damit ein neues Kapitel in der jüdischen Geschichte aufgeschlagen und ein ziemlich hartes, nämlich mit der Sklaverei in Ägypten. Und darum geht es in diesen ganzen Wochen. Seit vorgestern wurden wir in die Sklaverei reingeworfen wie ins kalte Wasser. Und Wasser hat ja auch was damit zu tun, die Kinder, die ins Wasser geworfen wurden. Und das jüdische Volk nach Jahrhunderten in der Sklaverei, es war insgesamt 210 Jahre in Ägypten, davon über 100 Jahre tatsächlich versklavt im wortwörtlichen Sinne. Die dritte Anordnung von Pharao, die kleinen Kinder ins Wasser zu werfen, die ging der Erlösung aus Ägypten 80 Jahre voran. Das können wir ganz klar erkennen, denn Moschee war 80 Jahre alt, als er sich vor Pharao hingestellt hat. Das kommt in unserem Wochenabschnitt vor, nächste Woche. Und er gehört zu den Kindern, die ins Wasser geworfen wurden, aber eben bei ihm in ein Körbchen. Das heißt, es gab eine furchtbar lange Zeit mit furchtbaren Ereignissen über mehrere Generationen hinweg. Und das jüdische Volk dürstet nach Erlösung, dürstet danach aus Ägypten rauszukommen. Und es gibt auch irgendwo im Raum ein Versprechen, das den Vorvätern gegeben wurde. Doch es ist ziemlich unklar, wie sich dieses Versprechen genau erfüllen soll und vor allem auch wann. Denn eigentlich wurde ja angekündigt, dass die Sklaverei und die Fremdherrschaft 400 Jahre dauern würden. Und wie gesagt, wir sind erst seit 210 Jahren in Ägypten. Und trotzdem beruft Gott Moschee dazu, das jüdische Volk aus Ägypten zu befreien. Und das haben wir im letzten Wochenabschnitt mitverfolgen können. Eine heftige Diskussion, die es zwischen Gott und Moschee gab. Denn Gott beauftragte Moschee damit, das jüdische Volk aus Ägypten rauszuführen am brennenden Dornbusch. Und die Reaktion, die wir wohl erwartet hätten, wäre gewesen, ja, ich gehe, das jüdische Volk hat es verdient, erlöst zu werden. Doch Moschee ganz im Gegenteil, überrascht uns ziemlich und er weigert sich. Er weigert sich nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, weigert sich viermal Gott gegenüber, diese Mission anzunehmen, obwohl er sich ganz bestimmt mit dem Inhalt verbindet, aber er kann es einfach nicht akzeptieren, dass er derjenige sein soll, der das jüdische Volk befreien soll. Und trotzdem bleibt Gott bei seiner Linie und sagt, du bist derjenige, der das jüdische Volk aus Ägypten führen soll. Und nur dich möchte ich dahin schicken. Und so geht denn Moschee nolens volens und macht sich auf den Weg nach Ägypten. Und er stellt sich zuerst mal vor das Volk hin, zusammen mit seinem Bruder Aaron, mit dem er sich wieder zurück verbrüdert hat, getroffen hat. Und zusammen überzeugen sie das Volk, die Ältesten, dass sie von Gott gesandt sind, diese Mission auszuführen. Mit gutem Mut treten sie vor Pharao hin. Es gelingt, dass sie überhaupt da stehen und sprechen dürfen. Und sie fordern ihn auf, das jüdische Volk ziehen zu lassen. Und da möchte ich gerne einen Blick drauf werfen, nach dieser kurzen Überblick und Zusammenfassung, was wir im letzten Wochenabschnitt alles erlebt haben, womit dieses Kapitel und dieser Wochenabschnitt abschließt. Und zwar können wir das mitverfolgen. So, können Sie die Quellen sehen? Wunderbar, wir befinden uns im fünften Kapitel vom Buch Schmott, also noch Ende des Wochenabschnittes Schmott, den wir letzten Schabbat gelesen haben. Und das beginnt damit, und danach kamen Moschee und Aaron und sprachen zu Pharao. Danach ist, nachdem sie den Ältestenrat des jüdischen Volkes überzeugt haben. Also spricht Hashem, der Gott Israels, entlasse mein Volk, dass sie mir eine Feier halten in der Wüste. Tja, wie reagiert Pharao darauf? Und Pharao sprach, wer ist Hashem, auf dessen Stimme ich hören soll, Israel zu entlassen? Ich kenne nicht Hashem und auch werde ich Israel nicht entlassen. Und dann beginnen sie eine ganze
Reihe davon, dass Gott ihnen erschienen ist und dass sie ihm dienen gehen müssen. Daraufhin spricht der Pharao, Satz Nummer 4, da sprach zu ihnen der König von Ägypten, von Mitzrayim, warum, Moshe und Aaron, wollt ihr das Volk lösen von seinen Geschäften? Geht an eure Lastarbeiten. Und Pharao sprach, siehe, viel ist nun das Volk des Landes und ihr stört sie in ihren Lastarbeiten. Und Pharao gebot am selben Tagen dem Treiben des Volkes und seinen Vögten mit den Worten, ihr sollt nicht mehr dem Volk Stroh geben, Ziegel zu streichen wie gestern, ehegestern. Sie selbst mögen hingehen und sich Stroh zusammenstoppeln. Und die Anzahl Ziegel, die sie gemacht haben, gestern, ehegestern, legt ihr ihnen auf, ihr sollt nichts davon abziehen, denn schlaff angehalten werden sie. Daher schreien sie und sprechen, wir müssen gehen und opfern unserem Gott. Schwer liege der Dienst auf den Leuten, dass sie damit zu schaffen haben und nicht sich unterhalten von eitlen Dingen. Also was Pharao hier macht, er verdoppelt quasi die Arbeit, er erschwert sie und er sagt, offensichtlich haben die Leute Zeit, über Freiheit und andere Dinge nachzudenken. Das müssen wir unterbinden. Sie sollen mehr beschäftigt werden. Und die Arbeit wird schwerer. Wie reagieren Moshe und Aaron darauf? Zuerst einmal kommt das jüdische Volk, und zwar diejenigen, die Vorgesetzten, diejenigen, die zuständig waren, die kamen zu Pharao, Satz Nummer 15. Da kamen die Vögte der Kinder Israel und schrien zu Pharao und sprachen, warum tust du so also deinen Knechten? Stroh wird deinen Knechten nicht gegeben und Ziegel, sagen sie uns, macht. Und siehe, deine Knechte werden geschlagen und es mangelt deinem Volk. Und er sprach, ihr seid faul und müßig. Darum sprecht ihr, wir müssen ziehen, um Hashem zu opfern. Und nun geht, arbeitet und Stroh soll euch nicht gegeben werden. Und die Zahlziegel müsst ihr liefern. Da seien sich die Vögte der Kinder Israel in Not, weil man sprach, ihr sollt nichts abziehen von euren Ziegeln, dem Tagewerk an seinem Tage. Und sie trafen auf Moshe und Aaron, die ihnen gegenüberstanden, wie sie herauskamen vom Pharao. Und sie sprachen zu ihnen, Hashem sehe auf euch und richte, die ihr faul gemacht unseren Geruch in den Augen Pharaos und in den Augen seiner Knechte, dass ihr ein Schwert gebt ihnen in die Hand, uns zu töten. Also es brodelt hier, es ist viel Spannung da, es ist viel Enttäuschung da. Was wird Moshe mit dieser Enttäuschung anfangen? Wie geht er damit um? Und ich glaube hier, wenn wir nochmal diese Stelle uns genau anschauen, dann werden wir feststellen müssen, Moshe überrascht. Was sagt Moshe? Satz Nummer 22. Da wandte sich Moshe wieder zu Hashem und sprach, Herr, warum machst du es so arg mit diesem Volk? Wozu hast du mich gesandt? Denn seitdem ich gekommen bin zu Pharao, um zu reden in deinem Namen, macht er es schlimmer mit diesem Volk. Gerettet aber hast du dein Volk nicht. Diese Worte ich sehe gerade, dass die Übersetzung noch nicht ganz so die Härte der Worte trifft, denn in Satz 22 heißt es auf Hebräisch, Lama hareot alamase, auf gut Deutsch, warum hast du dieses Volk in so eine schlimme Situation gebracht? Warum hast du es so böse mit ihnen gehandhabt? Also so arg ist hier, dass du ihnen was Schlimmes und Böses zugefügt hast. Lama hareot alamase. Diese Worte aus dem Munden von Moshe, ich glaube, das ist eine große Überraschung, denn Moshe scheint hier an allem zu zweifeln, was bisher geschehen ist. Moshe kommt zu Gott und sagt, wozu hast du mich geschickt? Es ist nichts besser geworden, es ist nur schlimmer geworden. Du hast es schlimmer gemacht und du hast das Volk nicht gerettet. Wow. Das sind ganz schön harte Worte für einen treuen Diener, so wie Moshe bezeichnet wird. Evet Ne'eman. Kebechol Beiti Ne'eman Hu, sagt Gott über ihn in Parashat Baalot Chaim, im vierten Buch der Torah. Er ist
ein treuer Diener in meinem ganzen Haus, also bei allen Dienern Gottes, ist er angesehen als ein treuer Diener. Spricht so ein treuer Diener mit seinem Herrn? Er hat ja recht. Er hat recht. Könnte man sagen, ja? Also womit hat er recht? Dass es ihnen so schlecht geht, er hat alles schlimmer gemacht. Ja, inhaltlich, es ist alles nur schlimmer geworden. Kann man dem zustimmen? Wer denkt hier, dass Moshe wirklich seine Worte vollkommen zu vertreten sind? Wer würde sich hinter diese Worte stellen? Ich sehe Nicken bei denen ich was sehen kann. Die anderen kann ich leider nicht sehen, aber ich sehe Zustimmung. Das heißt, Moshe hat inhaltlich doch völlig recht. Er kommt, um das Volk zu erlösen. Und was passiert? Es gibt nur Rückschläge, es wird schlimmer. Das Volk kriegt noch mehr Arbeit, es stöhnt auf, es kann nicht mehr. Tja, so einfach machen wir uns das. Aber ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Was hat denn Moshe bitteschön erwartet? Er stellt sich vor Pharao hin, erzählt ihm über einen Gott, der den Vätern dieser Sklaven erschienen ist und ihnen irgendetwas versprochen hat. Und deswegen sagt dieser Gott, lass mein Volk ziehen. Was wird Pharao nach Moschees Meinung genau tun? Natürlich, er wird den roten Teppich vor ihm ausrollen. Er wird ihn umarmen und ihm sagen, auf dich habe ich gewartet. Danke, dass du endlich gekommen bist. Ich wollte das jüdische Volk schon lange befreien. Ich habe nur auf die Gelegenheit gewartet. Schön, dass du endlich da bist. Nun habe ich den Weg gefunden. Aber der Moshe, der traut Gott halt alles zu. Der ist total frustriert. Wir können ja vieles Gott zutrauen, aber wird sich nicht in die Willensfreiheit von Pharao einmischen. Und wer den Pharao kennt und wer kennt ihn wie Moshe, der an seinem Königspalast aufgewachsen ist, der weiß genau, der mächtigste Mann auf der Welt, der König des größten Imperiums, der Sklaven bei sich hält und auf diese Sklaverei sein Königreich aufbaut, mit starker Hand. Und jemand tritt vor ihm von diesen Sklaven und sagt ihm, da ist irgendein Gott, der irgendwas versprochen hat. Wie viel Wahrscheinlichkeit wird da sein, dass der Pharao angesichts solcher Worte einknicken wird und sagen wird, ja gut, dann lasse ich das Volk frei. Es ist doch das Natürlichste auf der Welt und das Logischste und das zu Erwartendste, dass Pharao alles andere als zustimmen wird, dass er sich dagegen stellen wird, dass er genau das sagen wird, was er sagt, nämlich, wer ist Gott? Warum soll ich auf ihn hören? Natürlich wird das jüdische Volk bei mir bleiben, es wird ganz schön nicht weiter Sklaven sein. Und damit Sie das gut verstehen, werde ich Ihnen das auch deutlich machen, wer hierher ist. Hätten wir was anderes erwartet? Hätte Moshe was anderes erwarten sollen? Also wie kommt Moshe dazu, so mit Gott zu sprechen? Was denkt er? Was passieren wird? Warum hat er sich einen anderen Plan zurechtgelegt? Mit Vernunft hat das nichts zu tun. Tja, die Sache verschärft sich noch, denn zwei Kapitel davor, im dritten Kapitel, als Gott zu Moshe am Dornbusch spricht, dort schildert er ihm schon die Situation. Und er sagt ihm, du wirst vor Pharao hintreten, du wirst ihn auffordern, das Volk ziehen zu lassen. Und Pharao wird euch nicht ziehen lassen und auch nicht mit harter Hand, mit starker Hand. Das heißt, Gott kündigt ihm schon vorher an, du sollst wissen, es wird nicht so einfach sein. Pharao wird nicht einfach nachgeben. Und somit kommt die Frage gleich doppelt zu uns zurück. Wie kommt Moshe dazu, so mit Gott zu sprechen? Er mag ja recht haben, dass es nicht besser geworden ist, aber eine andere Erwartung sollte er auch nicht gehabt haben.
Aber Moschee hatte ja gar keine Wahl. Er musste es ja tun. Was musste er tun? So mit Gott reden? Nein. Natürlich musste er vor Pharao hinstehen. Nein. Aber Moschee hätte doch an Gott glauben sollen und sagen sollen, okay, Pharao hat genauso reagiert, wie Gott es angekündigt hat. Und es geht dem Volk schlimmer. Aber das ist noch lange kein Grund zu verzweifeln. Er hätte doch den Leuten zusprechen sollen und sagen, wartet ab, Gott ist groß. Wir glauben an Gott, wir vertrauen in ihm. Ich habe ihn erlebt, er hat zu mir gesprochen. Ich weiß genau, dass es passieren wird. Aber Moschee reagiert genau im Gegenteil. Stattdessen geht er zu Gott und beklagt sich bei Gott, dass keine Lösung eingetreten ist, dass es nur schlimmer wurde und stellt die ganze Mission in Frage. Da steht er nicht gut da. Tja, jetzt müssen wir aber Moschee wieder ein bisschen unter Schutz nehmen, sogar sehr stark. Also es gibt verschiedene Erklärungen, um das zu erklären. Eine Erklärung ist von Ibn Ezra. Ibn Ezra sagt, Moschee wusste sehr wohl, dass es nicht gleich zur Erlösung kommen wird. Aber was er nicht erwartet hat, dass die Arbeit noch schlimmer wird. Und das hat ihm zugesetzt. Ramban Nachmanides bringt noch einen weiteren Ansatz und er sagt, er hätte erwartet, dass sich die Dinge schneller entwickeln. Stattdessen zieht es sich nur in die Länge und es gibt Rückschläge. Die beiden Erklärungen machen vielleicht noch verständlicher, warum Moschee so reagiert hat. Und die ganze Situation zeigt uns, dass Moschee ein Mensch ist und dass er Mitgefühl hat. Aber ich glaube, genau da liegt der Punkt. Nämlich nicht, was der Midrasch deutlich macht, und das ist ein dritter Ansatz, der Midrasch bringt im Namen von Rabbi Akiva, dass selbstverständlich Moschee niemals daran gezweifelt hat, dass die Erlösung stattfinden wird. Er hat nicht in Gottes Kraft und Macht gezweifelt. Moschee geht zu Gott und sagt, kannst du die Erlösung nicht ein bisschen schneller bringen? Kannst du nicht dafür sorgen, dass wenn die Erlösung schon bevorsteht, dass es nicht gleich passieren kann? Denn inzwischen leidet das Volk. Inzwischen sterben weitere Leute in der Sklaverei und kleine Kinder. Bitte, kannst du nicht das Ganze etwas beschleunigen? Und deswegen ist auch die Reaktion von Gott darauf, dass das, was der Midrasch hier vertritt, was Rabbi Akiva vertritt, das passt sehr gut zum weiteren Verlauf, denn der letzte Satz in unserem Wochenabschnitt, Anfang von Kapitel 6, und Hashem und Gott sprach zu Moschee, nun sollst du sehen, was ich tun will an Pharao, denn durch starke Hand soll er sie entlassen und durch starke Hand soll er sie treiben aus seinem Land. Laut dem Midrasch ist hier der Schwerpunkt auf dem kleinen Wort nun. Atatire, jetzt wirst du sehen, du musst nicht länger warten. Du hast gedacht, dass es sich noch lange in die Länge ziehen wird, aber du wirst sehen, es wird jetzt passieren. Wir sind schon auf bestem Wege. Und wenn man dem zwei Dinge zufügen darf, die höchst relevant sind. Die eine Sache ist, Gott möchte hier offensichtlich ein Zeichen setzen. Und ein Zeichen, das immer wieder auftaucht in der menschlichen Geschichte. Es gibt einen Tiefpunkt in der Sklaverei und es gibt ein Ziel der Erlösung, aus der Sklaverei rauszukommen. Es gibt einen klaren Werdegang und einen göttlichen Plan. Und Gott teilt Moschee diesen göttlichen Plan mit und eigentlich ist er schon dem Vorvätern mitgeteilt worden. Und trotzdem, auch wenn wir schon an dem Punkt sind, an dem wir sagen, jetzt passiert es, jetzt kommt es. Jetzt ist Moschee aufgetaucht, er hat uns bewiesen, dass er von Gott gesandt ist. Und jetzt geht er zu Pharao und hat auch schon Zeichen gesetzt. Er hat schon eine Schlange in einen Stab verwandelt und umgekehrt. Und er hat Wasser in Blut verwandelt, die Zeichen, die er dem jüdischen Volk gebracht hat. Und alle stehen nun bereit und sagen, so, wir können die Koffer packen, wir gehen raus aus Ägypten. Genau dann passiert der Rückschlag. Genau dann kommt Gott und zeigt uns, Moment mal, so schnell geht es nicht. Denn was bei Gott ein klarer Plan ist, ist bei uns oft Verwirrung. Denn die menschliche Geschichte, die funktioniert nicht so einfach. Sie ist nicht linear. Es geht nicht vom Tiefpunkt zum Höhepunkt und einfach nur mal rauf. Und wir wissen es genau aus unserem Leben. Also unser Leben nicht so verläuft. Es ist nicht so verlaufen, es wird nicht so verlaufen.
Es geht nicht einfach von einem Tiefpunkt zum Höhepunkt. Wir haben eine Linie, wir haben einen Plan und der lässt sich einfach umsetzen. In idealer Art und Weise. Sondern es gibt immer wieder Hindernisse, Schwierigkeiten. Es geht rauf und runter. Plötzlich befindet man sich an einem weiteren Tiefpunkt und manchmal stürzt man noch tiefer. Und genau in diesem Tiefpunkt soll man wissen, Gott hat uns überhaupt nicht verlassen. Adatire, jetzt wirst du sehen. Genau an diesem Punkt bist du angelangt, um von dort nur noch aufwärts zu kommen. Denn linear funktioniert es nicht. Gott lässt uns in einer komplexen Welt wirken und dabei sollen wir zeigen, dass wir an ein Ziel glauben, dass wir eine Richtung haben, dass wir die nicht verlassen, auch wenn es Rückschläge gibt. Dass wir nicht sagen, oh, es ist nicht so gelaufen, wie wir es uns vorstellen, also hat Gott uns irgendwie im Stich gelassen. Gott behüte. Nur Gott zeigt uns, dass es manchmal auch man vielleicht noch mehr einsetzen muss, noch mehr Kraft aufbringen muss, noch mehr Glaubenskraft aufbringen muss und das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Hier gab es eine Wortmeldung. Zweiter Punkt, den ich hier anfügen möchte. Als Gott Moshe am Dornbusch erschienen ist, nach der ersten Ablehnung sagt Moshe zu Gott, wenn ich vor das jüdische Volk hintrete und ihnen sage, ich wurde von Gott gesandt, werden sie mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Und dort sagt Gott ihnen berühmte Worte, Eye Asher Eye, ich werde sein, der ich sein werde. Manchmal übersetzt, ich bin, der ich bin, aber es ist Zukunftsform. Ich werde sein, der ich sein werde. Und danach doppelt danach und sagt, Kotomar Lahem, Eye Shelachani Alechem, so sage ihnen, der ich sein werde, schickt dich zu mir. Oder hat mich zu euch geschickt. Was ist es, dieser Name? Ich werde sein, der ich sein werde? Das ist kein Name. Gott ist ein Name, der Allmächtige ist ein Name, der Erbarmungsvoll ist ein Name. Das sind Erscheinungsformen von Gott, mit denen wir was anfangen können. Es gibt einen Gott, der die Heerscharen anführt, der in den Krieg zieht. Es gibt einen Gott, der die Naturgewalten befehligt. Es gibt einen Gott, der Wunder vollbringt. Alles derselbe Gott, nur verschiedene Erscheinungsformen und verschiedene Namen, die wir von ihm kennen. Aber den Namen, ich werde sein, der ich sein werde, das ist kein Name. Schon sagt der Midrasch, ich erscheine manchmal so und manchmal so. Ich werde sein, der ich sein werde. Aber das ist kein wirklicher Name. Sagt darauf der Netziv, Rabbi Zvi Yitzchak Berliner von Volozhin, in seinem Kommentar Hamek, da war etwas sehr Interessantes. Sagt, Eye Asher Eye, ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde mich genauso zeigen, wie ihr, das jüdische Volk, Bereitschaft habt, mich aufzunehmen, mich euch zeigen zu lassen. Denn es ist von euch abhängig. Der Weg der Erlösung, den bestimmt ihr. Ich werde euch erlösen. Aber wie es passieren wird, auf welchem Wege, wie lange, mit wie vielen Komplikationen, das ist von euch abhängig. Und das ist sehr oft auch, gerade in unserer Zeit, wo wir sehen, dass große Wunder passieren, dass Dinge sich ereignen, die für Jahrtausende nicht möglich gehalten wurden. Das jüdische Volk versammelt sich, entsteht zu neuem Leben, kehrt zurück ins Land Israel. Und von da an haben viele gedacht, von jetzt an geht es direkt zur Erlösung. Dann ist sie zurückgekehrt, hat einen Staat gegründet, wieder eigene Gesetzgebung, eigene Regierung. Dann sind die heiligen Städten dazugekommen im Sechstagekrieg. Und von da an kann es nur noch direkt zur Lösung gehen. Und wir sind inzwischen über 50 Jahre später und wir sehen, so einfach ist es nicht. Und manchmal gibt es Rückschläge. Und die Geschichte formt sich nicht einfach so. Die geht nicht einfach linearen Weg. Und wir haben eine große Funktion. Wir bestimmen mit, wie sich Gott zeigen wird. Wir geben die Basis dafür, die Plattform, um der Erscheinung Raum zu geben. Ich habe eine Frage. Ja, gerne. Zum den Namen von Gott, da steht Echie, Asche, Echie. Und da steht, es wird ewig mein Name sein. Und warum steht es? Das ist die einzige Stelle, wo in Torah steht, dass der Name von Gott Echie ist. Aber später wird Gott wieder Adonai genannt. Also bei den
bei den Ve'era. Und ich meine, warum ist der Name dann geändert? Wird Echie diesen Name dann später nie mehr benutzt? Oder warum ist das, warum steht denn so der Name Echie dort? Laut dem Talmud im Brachot steht das dafür, warum ist doppelter Ausdruck Eje Ascherie, ich werde sein, der ich sein werde, so wie ich sein werde für euch in dieser Not, nämlich in Ägypten, so werde ich für euch sein, auch in zukünftigen Nöten. Das heißt, dieser Name, der kommt besonders dann zum Ausdruck, wenn es geht, aus einer Not befreit zu werden, Erlösung zu suchen. Und das ist sehr oft in der jüdischen Geschichte vorgekommen, aber nicht mehr in der Tora. Das kommt wieder vor in anderen Exilen und in anderen Unterdrückungen. Da versprach uns Gott, auch dort werde ich mit euch sein. Auch dort werde ich mich euch zeigen und es wird von euch auch abhängig sein, in welcher Form ich mich zeigen werde. Aber in der Tora, danach gibt es tatsächlich eine andere Form der göttlichen Führung durch die Wüste, wo Gott sich auch immer wieder zeigt und wo er es nicht dem Volk überlässt, den Weg der göttlichen Offenbarung zu zeigen. Danke für die Erklärung. Gerne. Wir fahren fort. Wir wollen uns auf den kommenden Wochenabschnitt beziehen. Das war eine gute Grundlage, nämlich Parashat Va'era. Die haben wir hier vor uns. Parashat Va'era, in der geht es darum, dass nun nach diesem ersten Rückschlag, wie Gott verspricht, jetzt soll es passieren. Jetzt sollt ihr sehen, was passiert. Und Gott lässt nicht locker natürlich. Er schickt Moshe direkt wieder zum Volk und sagt ihm Folgendes. Und Gott redete zu Moshe und sprach zu ihm, ich bin Hashem. Ich bin auch Abraham, Yitzhak und Jakob erschienen mit dem Gott, mit dem Namen Gott Allmächtiger. Aber mit meinem Namen Hashem bin ich nicht kund geworden. Hashem steht hier für derjenige, der alles in die Existenz ruft und alles Wirklichkeit werden lässt. Das heißt, derjenige, der auch die Versprechen direkt erfüllt. Rashi fügt ja hinzu, dass Gott bei den Vorvätern versprochen hat, aber nichts direkt umgesetzt hat. Und trotzdem haben die Vorväter stets an Gott geglaubt. Und das macht er deutlich in den weiteren Sätzen. Sowohl mit ihnen habe ich errichtet meinen Bund, dass ich ihnen gebe das Land Kanaan, das Land ihres Aufenthalts, in dem sie geweilt. Als auch habe ich gehört die Wehklage der Kinder Israel, welche die Mitzrayim, die Ägypter, zum Dienste treiben. Wir haben gedacht meines Bundes. Darum spricht zu den Kindern Israels. Ich lese Satz 6 und diese Sätze, die haben für uns große Bedeutung. Darum spricht zu den Kindern Israel. Ich bin Gott, ich bin Hashem und ich werde euch wegführen hervor unter den Lastarbeiten Mitzrayims. Und ich werde euch erretten aus ihrem Dienst. Und ich werde euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und mit großen Strafgerichten. Und ich werde euch annehmen mir zum Volk und werde euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich Hashem, euer Gott bin, der euch weggeführt hervor unter den Lastarbeiten Mitzrayims. Und ich werde euch in das Land bringen, welches zu geben dem Abraham, dem Yitzhak und dem Jakob ich meine Hand aufgehoben habe. Und das werde ich euch geben als Besitz, ich Hashem. Große und erhabene Worte sehen wir hier. Ein göttlicher Plan, der sich erstreckt bis in die ferne Zukunft, wo Gott das jüdische Volk bereits ins Land Israel bringen wird. Unterwegs ist zu seinem Volk macht. Und das alles ist nun Moshe beauftragt, dem jüdischen Volk weiterzuleiten. Was macht er? Genauso verfährt er. Satz 9. Und Moshe redet also zu den Kindern Israel, aber sie hörte nicht auf Moshe vor Kleinmut und schwerer Arbeit. Was für ein absurdes Bild bietet sich hier. Wir können uns vorstellen, wie Moshe auf einem Sockel steht. Er predigt über die großen Visionen, nicht nur aus dem Land Ägypten rausgeführt zu werden, erlöst zu werden, sondern auch noch zum Volk Gottes zu werden, auf dem Weg in der Freiheit und dann ins Land Israel einziehen, das Land, das den Vorvätern versprochen war. Und so steht er auf dem Sockel und predigt vor sich hin. Und gleichzeitig unten geht das Volk vorbei. Und sie haben nicht mal einen Moment Zeit, ihm zuzuhören. Sie haben nicht mal Zeit, genügend Atem zu finden, um ihre Arbeit zu verrichten. Er redet über ihre Köpfe hinweg. Es ist wie an diesem, in London gibt es diesen Corner. Wer heißt er wieder?
Kann sie nicht verstehen ohne Mikrofon. Speaker Corner. Speaker Corner, aber es gibt einen speziellen in einem Park, wo... In einem Park, ich weiß auch den Park. In England. Aber es hat wo die Leute stehen und predigen und man kann den zuhören gehen. Und so kann man sich Moschee vorstellen, wie er da steht und predigt und spricht und kein Mensch hört ihm zu. Ist das nicht ein bisschen schade um die Mühe? Im Hyde Park, ne? Ja, genau, der Hyde Park Corner, genau, den habe ich gemeint. Genauso ist es doch hier. Absurd. Keiner hört Moschee zu. Und trotzdem steht er und predigt und erzählt von fernen Zukunften und von Visionen und was alles passiert wird. Wozu? Das ist ein bisschen enttäuschend und ich kann Ihnen das als Rabbiner sagen, wenn die Leute nicht zuhören, das macht keinen Spaß. Aber insbesondere, wenn Gott einem die Worte in den Mund legt und man steht da und niemand hört zu. Das ist ja noch um ein Vielfaches schlimmer. Was bezweckt Gott damit? Warum schickt er Moschee in diese Situation? Die Leute, die sind nicht aufnahmefähig. Die haben keine Möglichkeiten, die Größe der Stunde zu erkennen. Lass sie zuerst mal ihre Arbeit beenden. Lass sie zuerst mal zur Ruhe kommen. Beginn mal mit den Wundern, mit den Plagen. Nachher sprich wieder mit dem Volk. Warum hier an dieser Stelle diese große Vision vor ihnen ausbreiten? Es gibt zwei Antworten, die man hier mindestens anführen kann. Die eine, das jüdische Volk kann in dem Moment nicht zuhören. Das ist richtig. Wir sagen jeden Tag im Schma-Gebet, wenn wir das Schma zitieren, Vayu advarim ha'ele al levavecha. Die Worte, die wir im Schma sagen, nämlich das große Glaubensbekenntnis, dass Gott einzig ist, und dass wir ihn lieben sollen mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Diese Worte sollen uns auf unsere Herzen liegen. Fragt der Kotzker Rebbe, Rabbi Mendel, Menachem Mendel von Kotzk, ein großer Chassidim-Führer, der vor knapp 200 Jahren gelebt hat. Warum sagt die Tora uns, wir sollen die Worte auf unsere Herzen legen? Wie hätte es eigentlich heißen sollen? Was hätten wir hier erwartet? Wir sollen es in unsere Herzen legen. Wir wollen doch nicht, dass die Worte nur auf dem Herzen sind, sondern in unserem Herzen sein. Von unseren Herzen aus sollen sie dann den ganzen Körper erfüllen. Warum nur auf die Herzen legen? Sagt der Kotzker Rebbe, nicht immer ist das Herz offen für große Botschaften. Nicht immer sind wir imstande, Größe zu verstehen, Größe anzunehmen, und uns mit diesen tief schürfenden Botschaften zu verbinden und sie in unser Herz reinlassen. Aber auch wenn es nicht eine solche Stunde der Gunst ist und unsere Herzen nicht gerade diese Aufnahmebereitschaft zeigen, nicht die Öffnung haben, dann sollen wir dennoch die Worte auf die Herzen legen. Denn wenn sie da liegen, auf den Herzen, und wir sie morgens und abends dahin legen, dann wird früher oder später die Stunde kommen, an der sich das Herz öffnen wird, weil vielleicht irgendein Ereignis eintreten wird, das die Herzen öffnet. Und das Erste, was in die Herzen reingehen wird, ist das, was auf den Herzen liegt. Es wird dann automatisch in das Herz reinkommen. Und deswegen legen wir jeden Morgen und Abend diese Worte auf unsere Herzen, dass wir Gott lieben sollen mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allem, was uns widerfährt. Und Gottes Einzigkeit anerkennen. Denn auch wenn wir gerade dann vielleicht zu müde sind oder nicht imstande sind zu erkennen, zu verstehen, das in unser Leben zu integrieren, in unser Herz reinzulassen, aber wenn es auf dem Herzen liegt, dann wird es auch den Weg ins Herzen finden. Und genau das ist, was Moschee hier macht. Er legt dem jüdischen Volk die Worte aufs Herz. Das sind nicht verlorene Worte. In dem Moment hat das Volk nicht die Möglichkeit, sie in das Herz reinzulassen.
Aber es kommt der Moment, an dem sie wieder atmen werden, an dem sie von der Knechtschaft und der Sklaverei aufatmen werden, wo sie von den 10 Plagen, durch die 10 Plagen von der Arbeit befreit werden und langsam, langsam werden diese Botschaften in sie durchsickern und sie werden verstehen, ihnen steht Großes bevor. Nicht nur einfach Freiheit, raus aus der Sklaverei, sondern da ist ein ganzer Weg, der noch dahinter steckt. Ein zweiter Ansatz. Moschee sagt das nicht nur dem jüdischen Volk, das dort die Sklavenarbeit vollzieht. Moschee spricht auch zu den künftigen Generationen. Wir heute und die Jahrtausende vor uns, wir nehmen genau diese Worte aus dem 6. und 7. Satz. Und jedes Jahr, wenn wir Sederabend abhalten, wenn wir Pesach feiern, erheben wir 4 Gläser Wein für jeden der Ausdrücke, der hier in diesen Sätzen vorkommt. Ich werde euch rausführen aus Ägypten, Glas Nummer 1. Und ich werde euch retten aus ihrem Dienst, Glas Nummer 2. Und ich werde euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und mit großen Strafgerichten, Glas Nummer 3. Und ich werde euch annehmen, mir zum Volk, und werde euer Gott sein, Glas Nummer 4. Und ich werde euch in das Land bringen, welches zu geben dem Abraham, dem Yitzchak, dem Jakob ich meine Hand aufgehoben habe. Glas Nummer 5, das Glas des Propheten Eliahu. Diese 5 Gläser Wein, die begleiten uns jeden Sederabend seit Jahrtausenden. Und seit Jahrtausenden sind wir uns bewusst, woran das jüdische Volk damals nicht denken konnte. Denn sie hatten nicht den Moment, um anzuhalten. Aber wir haben ihn. Und wir können darüber nachdenken, wohin der Weg geführt hat und dass eine Erlösung nicht nur eine Erlösung für diesen Moment ist, sondern für einen langen künftigen Plan, der uns weiter begleitet und in dem wir uns bis heute noch wiederfinden. Und wenn wir auch zum x-ten Mal wieder im Exil sind, heben wir dennoch die Gläser an und sagen, so wie wir aus Ägypten befreit wurden und zum Volk Gottes wurden und ins Land Israel gekommen sind, so wird es auch heute geschehen und in Zukunft, dass wir wieder diesen Weg machen werden. Denn wenn es einmal möglich war, ist es immer wieder möglich. Und deswegen waren diese Worte von Moschee nicht nur Schall und Rauch. Sie haben ihr festes Echo in unseren Köpfen gefunden und in unserem Mund und in unseren Gläsern Wein, welche wir jeden Sederabend wiederholen. Und damit möchte ich zu einem dritten Punkt kommen heute Abend und zu einer weiteren Frage. Wir treffen in dem kommenden Wochenabschnitt fast alle 10 Plagen an. 7 von 10 Plagen, die kommen vor. Pharao kriegt Schlag um Schlag ins Gesicht und trotzdem wird er nicht einsichtig. Darum soll es jetzt nicht gehen. Ich möchte auf einen bestimmten Punkt eingehen. Und zwar heißt es bei der allerersten Plage, Kapitel Nummer 7, und Hashem und Gott sprach zu Moschee, sprich zu Aaron, nimm deinen Stab und strecke deine Hand aus gegen die Gewässer Ägyptens, gegen ihre Ströme, ihre Flüsse, ihre Teiche und gegen alle ihre Wasserbehälter, dass sie zu Blut werden. So wird Blut sein im ganzen Land Ägypten, auch in Holzgeräten und in Steingeräten. Wir kennen alle, glaube ich, die erste Plage, wo sich Wasser zu Blut verwandelt hat. Und genau das wird hier eingeläutet mit diesen Worten. Eine Frage an Sie. Warum musste Aaron dieses Wunder vollbringen? Warum konnte nicht Moschee selber wie in anderen Plagen den Stab in die Hand nehmen und die Wunder selber ausführen? War er doch der erste Gesandte Gottes? Ich sehe, Sie stimmen der Frage zu, aber antworten müssen wir. Kann es sein, ja, dass es mit dem Ausspruch zu tun hat, dass Moschee für den Pharao auf gleicher Höhe, also du sollst mir zum Gott sein. Einmal gibt es den Ausspruch, dass Moschee zum Gott wird. Hat es mit dem zu tun? Ja, Aaron wird der Prophet sein und Gott soll Pharao zum Elohim, zum Gott sein oder zum Richter.
Ja. Dann wäre es noch stärker anzunehmen gewesen, dass er die Wunder selber vollführt. Denn das ist genau die Bedeutung. Er ist der Scharfrichter, er ist der Ausführer, er ist der direkte Gesandte von Gott, der seine Wunder vollbringt. Es gibt ja ein Midrasch von unserem Weisen, unseren Gelehrten, der sagt, Moschee durfte nicht das Wasser schlagen. Rashi bringt es in seinen Kommentar zur Stelle. Das durfte Moschee nicht tun, denn Moschee musste dem Fluss gegenüber Dankbarkeit zeigen, der ihn damals gerettet hat, als er da in einem Korb im Fluss wandelte. Und deswegen konnte es nur Aaron es tun und nicht Moschee selber, der dort Rettung fand. Haben Sie mal von dieser Erklärung gehört? Haben Sie gehört? Wunderbar. Ich habe diese Erklärung auch schon oft gehört. Sie begleitet mich seit meiner Kindheit. Und sie ist wunderbar. Irgendwann hat sich noch zugefügt der Gedanke, dass eigentlich das Wasser überhaupt nicht spürt. Und dass das Wasser, es dem Wasser nicht wehtut, wenn es geschlagen wird vom Stab. Und dass hier eigentlich die große Lehre für Moschee selber war, du sollst dir selber Dankbarkeit beibringen und deswegen das Wasser nicht schlagen. Alles wunderbar. Aber seit einigen Jahren plagt mich hier eine Frage über diese Erklärung. Und zwar, eigentlich hat nicht das Wasser Moschee gerettet. Ganz im Gegenteil. Das Wasser hat Tausende von kleinen Kindern verschluckt, und Moschee bedroht. Was Moschee gerettet hat, das war das Körbchen. Das war die Pharaonentochter. Aber das war nicht das Wasser. Also warum sollte Moschee das Wasser schonen und es nicht mit dem Stab schlagen dürfen? Diese Frage hat mich lange gequält. Und ich glaube, letztes Wochenende, da habe ich einen Vortrag gelauscht von einem unserer Gemeinde und das hat mir Schlüsselpunkte gegeben, die, ich denke, zu einer interessanten Antwort führen. Und zwar wurde da ausgeführt, dass man soll immer Dankbarkeit zeigen. Was Pharao von Moschee unterscheidet, Pharao war nicht dankbar. Er hat Josef nicht gekannt, hat ihn nicht anerkannt. Er hat keine Dankbarkeit gegenüber dem jüdischen Volk gezeigt und Moschee zeigt den ganzen Weg über Dankbarkeit. Dankbarkeit hier gegenüber dem Wasser, Dankbarkeit gegenüber seinem Schwiegervater Jitro und allen, denen er Dank schuldet, den zollt er auch den Dank. An einem gewissen Punkt kommt das interessant zum Ausdruck, und zwar als Moschee flieht aus Ägypten. Da lässt er sich am Brunnen in Midian nieder und trifft die 7 Töchter von Jitro in Midian an. Er rettet die 7 Töchter vor den Hirten, die ihn übel zurichten wollten und sie vertreiben wollten. Moschee vertreibt die anderen Hirten und tränkt die Schafe dieser Töchter Jitros, wodurch diese viel zu früh zu ihrem Vater zurückkehren können, früher als üblich. Der Vater Jitro fragt sie, was ist passiert, warum seid ihr heute so früh dran? Darauf antworten die Töchter Jitros, Ish Mitzri Hizilanum Yadaroim. Weil da war ein ägyptischer Mann, der hat uns vor den anderen Hirten gerettet. Dieser Ausdruck Ish Mitzri, ein ägyptischer Mann, der lenkt viel Aufmerksamkeit auf sich. Wieso ägyptischer Mann? Moschee ist aus Ägypten geflohen, weil er zu seinen Brüdern, den Sklaven, den hebräischen Sklaven gestanden hat. Wieso wird er hier als ägyptischer Mann bezeichnet? Natürlich kann man sagen, er hat ägyptisch ausgesehen, er war ein Prinz im Palast vom Pharao. Vermutlich hat er ägyptische Kleidung und sich ägyptisch, mit ägyptischen Bräuchen gezeigt. Aber der Midrasch geht ein bisschen tiefer und er sagt, hier ist der Hinweis, dass die Töchter Jitros eigentlich sagen, der Ägypter, den Moschee erschlagen hat in Ägypten, dank diesem ist Moschee zu uns gekommen und hat uns errettet. Das heißt, Ish Mitzri, der ägyptische Mann, ist nicht Moschee gemeint, sondern den Ägypter, den er erschlagen hat, dank welchem Moschee nun
in Midian angekommen ist, aus Ägypten fliehen musste. Ein sehr interessanter Midrasch. Und der Midrasch fährt fort und vergleicht das und sagt, das gleicht einem Mann, der wurde von einer Schlange gebissen. Als er nun von der Schlange gebissen wurde, rennt er schnell zum Wasser, um sich die Wunde auszuwaschen und so vor Schlimmerem bewahrt zu werden. Kaum kommt er beim Wasser an, sieht er, dass ein Kind gerade dabei ist zu ertrinken. In letzter Sekunde springt er zum Kind und rettet es aus dem Wasser. Das Kind kommt zu sich, sieht seinen Retter und dankt ihm überschwänglich und sagt, du hast mich aus dem Wasser gerettet, danke dir. Woraufhin der Mann erwidert, danke nicht mir, danke der Schlange, die mich gebissen hat. Denn dank ihr bin ich hierher gekommen. Der Midrasch bringt ja eine ganz interessante Tiefe zum Ausdruck. Und zwar, in dem Moment, in dem die Geschichte sich zuträgt, in dem Moschee den Ägyptern erschlagen hat, denken wir, Moschee ist gerade was sehr Schlimmes widerfahren, denn wegen dieser Geschichte muss er aus Ägypten weg. Er wird vertrieben, er wird von einer hohen Stellung weggetrieben, die er verlassen muss. Er hat eine große Karriere gehabt vor sich. Das alles muss er hinter sich lassen, in die Fremde, in die Willkürlichkeit, in die Arme anderer Menschen. Und eigentlich ist das ein schwerer Zeitpunkt für ihn. Doch da kommen die Töchter Ägypten, die Töchter von Jitro und sagen, dank diesem Ägypter hat Moschee uns hier gerettet. Die Geschichte geht weiter und sagt, dank diesem Ägypter ist Moschee zu Jitro gekommen, wurde dort ein Schafhirte, hat Jahre in der Wüste gebracht und dort wahrscheinlich die Wandlung durchgemacht, um Moschee der Erlöser zu werden. Denn genau dazu hat ihn Gott bestimmt, als er ihm in der Wüste erschienen ist. Offensichtlich hat Moschee diese Zeit gebraucht und diesen Ort gebraucht, um zu dem zu werden, was er sein sollte. Und wenn wir diesen Ansatz nehmen und ihn umsetzen, zum Fluss zurückkehren, dann können wir sagen, Moschee durfte das Wasser nicht schlagen und den Fluss nicht schlagen. Denn richtig, das Wasser hat ihn bedroht. Aber genau diese Bedrohung hat ihn wahrscheinlich zu dem gemacht, was er werden sollte. Dass er aus dem Wasser gerettet wurde, hat ihn selber zum Retter gemacht. Dass die Pharaonentochter ihn beim Wasser angetroffen hat, hat dazu geführt, dass er genau im Pharaos Palast groß geworden ist und dort weitere Fähigkeiten sich aneignen konnte, um zu einem angemessenen Anführer für das jüdische Volk zu werden und die Sitten vom Pharao zu kennen und so weiter. Das heißt, der ganze Weg, den Moschee zurücklegen musste, den legt er zurück dank der schlimmen Ereignisse, die hinter ihm lagen. Dass er ins Wasser geworfen werden sollte, dass er den Ägypter erschlagen musste, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen. All diese Ereignisse haben ihn zu dem gemacht, was er wurde, obwohl es per se schwierige und vielleicht schlimme Ereignisse waren. Aber im letzten Endes waren genau diese Ereignisse, was das Gute aus Moschee hervorgeholt hat und weswegen Moschee dankbar sein musste. Und das kommt ganz oft vor. Wir haben das schon angetroffen beim Kampf mit dem Engel. Als Jakob mit dem Engel gekämpft hat, hat er ihn am Ende gefragt, was ist dein Name? Der Engel wollte seinen Namen nicht verraten, aber Jakob wollte wissen, was ist deine Funktion? Und eigentlich wird es klar, was seine Funktion ist. Denn der Segen, den der Engel Jakob am Ende gibt, obwohl er mit ihm die ganze Nacht gekämpft hat, aber genau aus diesem Kampf resultierte dann der Segen, dass aus Jakob Israel wurde. Aus dem, der sich immer nur krümmt und die Verse anpackt und versucht von hinten wieder wettzumachen, was er verpasst hat, wurde der Israel, der sich erhobenen Hauptes und Auge in Auge sich dem Problem stellen konnte. Und dazu hat ihn erster Kampf mit den Engeln das gemacht, was er war. Er hat all seine Angst vor seinem Bruder Esau verloren. Sind manchmal genau diese Schwierigkeiten und schwierigen Momente, die das Beste aus dem Menschen herausholen, das Beste aus einem Volk herausholen und es zu dem werden lassen, wozu es wirklich bestimmt ist. In dem Sinne sind wir am Ende der Ausführungen angekommen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sie gerne noch stellen. Wir haben noch 2-3 Minuten Zeit. Ich hätte nur die Frage, wie lange hat es wohl gedauert, die
bis diese Plagen alle kamen. Weiß man da was drüber? Also von der ersten Plage bis zur zehnten. Ja, der Talmud spricht darüber, dass die Plagen ein Jahr angedauert haben. Nämlich für jede Plage ein Monat. Eine Woche hat die Plage gedauert. 3 Wochen gab es Pause, damit sich die Ägypter erholen konnten und Pharao sich seine Meinung neu zurechtlegen konnte. Oh, danke. Gerne. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann wünsche ich Ihnen an dieser Stelle einen schönen Abend. Ich verabschiede mich hier für diesen Kurs, denn das ist mein von diesem Semester, denn das ist mein letzter Kurs in diesem Semester. Ich hoffe, dass wir uns in künftigen Semestern wieder antreffen werden oder an anderen Gelegenheiten. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß und Vergnügen bei den weiteren Kursen, die angeboten sind. Und einen schönen Abend, eine schöne Woche. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Vielleicht nur eine Frage. Bei dem Namen Gottes, ich werde sein, der ich sein werde, könnte da die Frage gemeint gewesen sein, dass wir diesen Namen nicht verwenden und dafür Adonai nehmen? Eigentlich, es ist zwar ein Name Gottes, aber nicht ein Name, nicht was Sie vielleicht hier ansprechen, der Name, den wir nicht aussprechen, so wie er geschrieben wird. Weil das ist der Name, der alles in die Existenz ruft. Aber Eje ist zukunftsgerichtet. Ich werde da sein und das können wir durchaus sagen und ist in dem Sinne auch kein verbotener Name, den wir nicht nachvollziehen können. Aber es ist eben ein Name, der nicht zu Ende definiert ist. Er definiert sich erst durch das, was sich weiter ereignen wird. Danke. Tuda Rabba. Sehr gerne. Schönen Abend allen. Danke gleichfalls. Lailatov.